Bin hier kurz die Lage checken. Hä, wo bist du denn? Wo bist du denn? Jasmin! Ich ja, hallo! T-Shirt an. Ich habe kein T-Shirt ja, an. Bin ich nackt? Du hast nur einen Mantel drüber, aber kein Guck dir mein Sixpack an! Ja, den hättest du auch gerne in echt, ne? Das ist ja wie in Real Life. 1:1 ich. Aha. Ja, damit herzlich genau. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Seven Days. To die. To die. Today. Hallöchen. 7 Days today. Oh, die Pilze sind fertig. Die baue ich mal ab. Egal, ich bin eh infiziert. Ich gehe mal gucken, was ich hier noch so... Haben wir nicht noch Honig? Oh, eigentlich? Oh, nee. Das reicht nicht. Ja, 3 nur. 2 meinst du? Aber da... Hast du einen gerade genommen? Nein. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Der heilt ja nicht komplett. Da müsste ich 2 nehmen wahrscheinlich. Oder 3, weil ich ja... Hä? Wieso bin ich denn jetzt bei einem... Achso, ja. Nee, weil jetzt bin ich schon bei 61. Komma 1. 61, Achso, infiziert, oder? Ja. Eigentlich will ich ja auch mal auf dieses Häuschen da hinten, aber das mache ich, glaube ich, wenn ich meine ganzen Sachen aus meinem Rucksack rausgepackt habe. Weil wenn ich da drauf gehe, komme ich da ja echt schlecht wieder hin. Ich brauche mal meinen... Ach ja, ich habe ja einer eine Waffel. Ich habe ja noch 35 Minuten Kopfschmerzen. Ich denke, was ist denn jetzt los? Einer eine Waffel. Ich habe einer eine Waffel. So, ich brauche mal meinen Klauenhammer. Ist jetzt hier eigentlich immer noch leerer Müll hier? Ich wollte nämlich... Oh, ich habe den ja sogar. Gib mir hier wieder das... Tausch das mal. Hey, unsere Hütte sieht aus, ey. Geil, oder? Absolut. Eine Skischanze. Das könnte... eine Skischanze. Ich finde, das sieht aus wie so ein Designerhaus, weißt du? Ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes und niemand würde so bauen. Ja. Absolut designermäßig. Ist immer noch nichts Neues. So, ich würde noch gerne Klingfalle herstellen, wenn das möglich ist. Was habe ich denn dafür gebraucht? Geschmiedete... Achso, der Stahl. Ja... Nee, da war ja was. Das geht ja gar nicht. Da ist ja das Problem schon wieder. Aber... Bei dem Fall. Hier ist alles noch leer. Batteriemotor. AB. Haben wir noch Motoren rumfliegen? Weiß ich nicht. Aber wir haben nur eine Batterie. Kann man sich auf ein Boot bauen? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Nee, Boot können wir nicht bauen, glaube ich. Ein Jetski oder so? Ja, Jetski kannst du machen. Echt nicht? Nein. Das ist doch schade. Er wäre doch cool, ey. Warte mal. Er wäre wirklich geil, ja. Dann könnte ich da zu diesem Boot fahren, ey. Oder Haus. Mir fehlt ein Motor. Alle meine Pläne werden hier durchkreuzt. Ja gut, dann müssen wir ein bisschen bauen, ne? Sind wir handwerklich geschickt heute. So, das heißt, wir brauchen hier ja eine Tür. Jetzt habe ich ja mein ganzes Inventar umgekrempelt. Ich hoffe, das ist die richtige Höhe. Kuckuck. Das schaut soweit ganz gut aus, Jasmin. Schaut gut aus. Wie ich in der Morgenröte, wenn das Moos noch voller Tau ist. Poetisch. Oha. Poetisch. Ich glaube, ich werde hier oben komplett zumachen, damit wir hier mit Schmieden und... Obwohl, wenn wir hier drunter das Lager setzen und hier Werk... Hoffentlich bricht das nicht zusammen, ey. Ah, jetzt bin ich wieder unschlüssig. Ja. Wenn ich jetzt, dass das kaputt geht. Na, das Problem ist, wenn ich hier zumache, dann können wir nicht mehr rausgucken. Und ist ja schon idyllisch, ne? Wenn ich nur die Seiten zumache, so. Weil ich würde eigentlich hier oben gerne Werkstatt machen. Wo bin ich? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin ja draußen unterwegs hier. Ja. Müsste meine Schaufel noch mal heile machen gleich.
Ja, die Frage ist, will ich das zuhaben oder will ich gucken können? Ja, gucken ist ja schon geil. Ne? Oder wir machen die Schmieden hier an der Wand. So hier oder da. Ja, denk nur dran, dass nicht alles zusammenkracht, ne? Dann muss ich dich leider umbringen, wenn wieder alles Schrott geht. Jasmin, ich kann das. Yes. Haben wir schon zweimal gesehen, wie du das kannst. Ich habe meinen Ingenieur mit Summa Cum Laude abgeschlossen, ja? Ja, das hat nichts zu sagen. Ich habe meinen Bachelor of Engineering gemacht. Ah ja, komm. Da gebe ich sowieso nichts drauf, ey. Auf meinen Bachelor? Auf deinem was? Was? Auf meinen Bachelor? Weg. Allgemein, ey. Wieso konnte ich denn hier letztes Mal so einen blöden Bau durchsuchen und jetzt nicht mehr? Mann, hast du einen Frosch im Hals? Ja, hatte ich eben, tatsächlich. Reiß mal raus. Tja, Loch auf Loch und hält doch, ne? Sag ich immer. Loch. So, und der Rest wird mit Bauschaum gemacht. Handwerk, nicht denn hier meine Lehm, Stärke. Ey. Lehm? Den kriege ich hier überall und kriege das aus diesem verlodderten Müll, ey. Siehst du, das wollte ich auch mal gucken. Kann ich eigentlich einen Bohrer machen? Ja, habe ich auch gerade schon überlegt. Ein Bohrer. Bohrer, ein Erdbohrer. Nee, dafür brauchen wir einen Bauplan. Also nicht mal mit Ingenieur oder so kann ich einen Erdbohrer bauen. Auch nur Lehm, Lehm, Lehm. Das ist ja frech. Weißt du, sechs Semester habe ich gebraucht, weil ich so gut bin, ne? Um Ingenieur zu machen. Aha. Direkt nach der Hauptschule. Und dann kann ich nicht mal einen blöden Erdbohrer basteln, ja? War auch nur auf der Hauptschule, oder? Ich habe doch gerade gesagt, ich war auf der Hauptschule. Damit? Na. Was hast du aber mit dem Lachen gesagt? Ja, weil du nicht nach der Hauptschule einen Ingenieur machen kannst. Das war der Witz dabei, ja. Jasmin. Ja, deswegen, ich hab's nicht gerafft. Hauptschule! Hauptschule! Man kann alles, wenn man will. Ich sag nicht, auf welcher Schule ich war. Das ist mir peinlich. Gar keiner. Meine Schule war die Straße. So. Mann, jetzt mache ich, habe keine Ausdauer hier. Könnt ihr das Dach schon reinzimmern, ne? Zimmer mal. Im Zimmer reinzimmern. Aber ich komme da ja von hier nicht ran. Das heißt, ich muss hier später nochmal nachbauen. Bellen. Das ist ja ärgerlich. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Aber wieso konnte ich denn den einen Baum durchsuchen? Das verstehe ich immer noch nicht. Und du musst ihm sagen, er muss sich umdrehen, breitbeinig hinstellen und die Arme ausstrecken. Vor allen Dingen, was hätte da drin ist? So. Oh, ich habe kein Holz mehr. Oh, ich habe einen Honig gekriegt. Das gibt's ja gar nicht. Das hört sich dramatisch irgendwie falsch an. Das erste Mal in my life. Ich habe einen Honig gekriegt. Ein Glas Honig. Ne. Voll oder leer? Das glaube ich ja jetzt nicht. Wie, das kann man auch leer? Na voll. Wie hast du mich gerade genannt? Sorry, ich wollte nicht so gemein sein. Das ist so, aber, das ging mir jetzt an die Substanz hier. Ne? Komm her hier. Und ich. Jasmin, und ich. Hast du das gehört? Er hat mich gehauen. In mir ist gerade etwas zerbrochen. Dein Herz hast du ja nicht, also weiß ich nicht was. You hurt my feelings. My stomach hurts. Ich kann kein Englisch. Mein Magen tut jetzt weh. Und es ist deine Schuld. Weil er kann doch nicht brechen.
Nee, aber du hast meine Gefühle verletzt und ich hatte gerade Hunger. Ist auch ein Gefühl. Und dem hast du wehgetan. Das ist Kacker machen. Oh, Kacki. Der Trick, es tut mir überhaupt nicht leid. Das glaube ich dir tatsächlich, in der Tat. Außerhalb der Tat würde ich dir das nicht glauben. Ja. Aber in der Tat. Komm jetzt mal nach Hause, ey. Hast du ein Zuhause? In der Tat. Nö. Das deckt mich ja einfach irgendwo. Ich habe heute eine interessante These gehört. Ja. Pass auf, wenn du ein Haus... Interessantes entscheide ich gleich. Eigentlich ist die These voll dumm, aber ich fand diesen Grundgedanken fand ich genial, ne? Also es ist eigentlich total dämlich, aber mir wurde heute die These zu Ohren getragen. Du hast ja ein Haus beispielsweise und das Haus hat einen Wert von, wenn du jetzt neu baust, was weiß ich, was kostet die neu, 500.000, ne? So. Und dann bist du stolzer Besitzer eines 500.000 Euro teuren Hauses. Wenn du aber unter der Brücke wohnst, so eine Brücke kostet 5 Millionen. Ja? Bin ich stolzer Besitzer einer Brücke oder was? Nee, denn du sparst dir das Geld fürs Haus und gehörst damit zur High Society, indem du dich unter einer Brücke breitschlägst. Ja, wer hat das erzählt? Gregor. Wer? Gregor. Wer ist das denn? Na, eigentlich heißt der nicht Gregor. Eigentlich heißt der Gregor auf Polnisch, aber ich kann das nicht aussprechen. Deswegen sage ich Gregor. Also auf Deutsch ist es Gregor. Und auf Polnisch irgendwie so... Ist ja auch egal, ja, ist ja, ne? Egal. Er hat einen Namen. Auf jeden Fall Quatsch. Ja, der Name? Hey. Aber die These ergibt ja Sinn, ne? Doch die Zuschauer. Wir können das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir verkaufen unser ganzes Hab und Gut und nisten uns als Mietnomaden unter einer Brücke ein. Ich habe eine Idee. Du kannst das ja erstmal probehalber alleine machen. Ja. Und wenn das hinhaut, kommen wir nach. Und wenn nicht, dann nicht. Wieso? Was soll denn da nicht hinhauen? Rein. Meinst du, das ist kalt im Winter? Ja. Gibt vielleicht Vor- und Nachteile, ja. Guck ich halt nach einer Brücke mit Fußbodenheizung. Ja, sag mal Bescheid, wenn du die gefunden hast. Keine Ausdauer, ey. Vielleicht in der Nähe irgendwo von Stadtwerken, wo da so eine warme Leitung darunter durchgeht? Mhm. Also irgendwas haut bei dir auch nicht hin. Da gibt es tatsächlich einen Teich in Deutschland, in dem leben tropische Fische, also Guppies und sowas. Nee, Fluss ist das. Und das liegt daran, daneben ist ein Industriegebäude oder in der Nähe und ihr Warmwasser läuft in diesen Fluss hinein. Und dadurch haben die Guppies optimale Lebensbedingungen. Das Wasser hat selbst im Winter... Hör ich dich denn so abgehackt zwischendurch? Weil dein Discord kacke ist. Das Wasser ist selbst im Winter warm, ist nicht gefroren und was waren da drin? Guppies, Neonsammler oder Sammler. Mhm. Mega cool, ne? Wenn die Firma mal zumacht, stirbt der ganze Fischbestand. Mhm. Das fand ich interessant. Ja? Echt? Ist aber nur so eine kleine Ecke, die warm bleibt. Weil es ja ein fließendes Gewässer ist, fühlt sich das natürlich im Laufe des Fließens wieder ab. Fließens. Fließens. So, mit O. Mit O. Ja, mit A. Ist auch kein Satz. Ja klar, so ist ein ganzer Satz. Ja, mit A? Ja. Das kenne ich nicht. Klar. Nein. Sagst du nicht ja mit O? Bitte, Jasmin, mach dich nicht lächerlich. Alter, ey, ich habe keine Ausdauer. Baumstumpf. Baumstumpf? Ja, so ein Baum. Sehe ich denn, welcher Baum überhaupt wo nicht hat? Ich glaube, das kannst du nicht sehen, oder? Nee, das ist Zufall. Hat doch, wurde doch geschrieben im Kommentar sogar. Nein, ich vergesse doch sowas immer.
Ist dir wohl nicht leid, wichtig? Leute. Doch, aber ich vergesse viel. Ich nicht. Leider. Mein Gedächtnis ist wie ein Safe. Meine Gedanken bleiben bei mir. Meinst du wohl? Deswegen tue ich immer vergesslich, damit keiner meine Gedanken hört. Tue ich immer vergesslich. Das ist auch so ein geiles Deutsch. Ich tue immer vergesslich. Ah. So, auf dem Dach, das habe ich soweit. Aber ganz zumachen. Wir können ja da noch rausgucken, ne? Links und rechts sogar. Mach die Seiten zu und hinten lasse ich auf. Denke ich mal. Mein Spiel hakt, Alter. So, ich tue jetzt hier noch ein paar Rahmen vorm Ranbesetzen. Oh, lass es. Was denn? Das ist deutsch. Meinst du, das sieht nicht gut aus mit den Rahmenformen? Oh. Edet hast. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 15. Also noch 14. Ich werde jetzt noch 14 Rahmenformen machen. Und die tue ich alle hier ransetzen. Ich komme gleich runter. So, jetzt tue ich hier noch den letzten rein. Hör auf jetzt damit. Und jetzt tue ich das alles mal aufwerten. Oh, da kommt wer. Da hat es jemand eilig. Jasmin, bist du das? Nee. Hallo, Jasmin. So. Hier oben. Oh, ich habe keine... Schade. So, ich tue das hier mal eben aufwerten, ne? Mann, denn so komisch reden. Gibt viele, die so reden, tatsächlich. Also, ich habe schon viele so reden tun hören. Deswegen musst du das doch nicht auch machen, ey. Warum? Aber Jasmin, wenn's doch alle machen. Ja. 1, 2, 3, 30, ne? Wenn's doch alle machen, genau. Wenn alle jetzt die Brücke runterspringen, springst du mit hinterher, weil es alle machen. Wir haben hier keine Brücke, Jasmin. Wenn ich jetzt Honig nehme, das heilt mich ja nicht komplett, ne? Also ich habe ein Glas genommen, da war ich noch bei 24% und jetzt bin ich bei 21, aber stagniert. Siehst du? 60. Da bringt ja ein Glas nichts. Es steigt sogar wieder meine Infektion. Also wir haben noch zwei. Hätte ich 2 nehmen müssen, dann hätte ich locker 3 nehmen müssen. Ne, ich hätte mehr wie 2 nehmen müssen, glaube ich. Ja, siehst du? Oh! So, ja, genau, das wollte ich ja machen. Warte mal. Oh, ich dachte, das wären 5. So, einmal die Werkstatt aufwerten. Ich habe kein Holz, Jasmin! Ich verbrate unser ganzes Holz, was du gesammelt hast. Ausnahmsweise. Würde ich sonst nie machen, ne? Kann ich nicht diese Mod... Nee, die kann ich nicht mehr da wegnehmen, ne? Die Helmmod, Wasserreinigungsmod. Doch, die kannst du wieder rausziehen. Ja, nee, du darfst... doch, du musst nicht auf das Bild mit der Mod klicken, sondern links, wo du die Mod reingeschoben hast. Da musst du die rausziehen. Ah, thank you. Ja, ich bin da auch schon ein paar Mal drauf reingefallen. You're welcome, Jasmin. You're welcome. Ich habe ja jetzt einen anderen Helm. Besseren. It's an honor to help you. Help you out. Ein Stufe 6. Schön. Und den anderen sortiere ich weg. So, haben wir da einen schönen großen Lichteinfall. Nicht oder? So, dann können wir nämlich da oben ein paar Schmieden hinsetzen. Dann müssen wir die Schmiede hier wieder leer schmieden, ne? Wenn wir die nach oben setzen wollen. Obwohl, wir können doch die hier, können wir ja benutzen, bis die leer ist und oben schmelzen wir neu ein. Was brauchen wir denn für eine Schmiede?
Kleinstein, Lehm, Leder, Klebeband, kurzes Rohr. Was hast du denn, Jasmin? Hör auf, mich abzustechen. Das tut weh. Nein, Jasmin. Das tötet Menschen. Karl. Was habe ich gesagt? Es tötet drei. Menschen. Also machen wir mal 9. Dann kam sowas wie Karl. 9. Noch, wo haben wir nochmal die Knochen? Die Bones. Hier über ein Lagerfeuer die Kiste, wo die paar Bände drin sind. Oh, mir fehlen 4 Klebeband, Jasmin. 4 Klebeband. 1, 2, 3, 4. Das ist falsch einsortiert hier, warte. One moment. Oh, falsch. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir jetzt auf Klebeband. So, was fehlt noch? Achso, ja. Da bin ich jetzt ein bisschen... Leder! Ah. 30 Leder. Haben wir so viel Leder? Hier sind ja 31 leere Gläser. Warum sind denn die hier drinne? Und was fehlt mir noch? Lehm und Stein. Lehm haben wir voll viel, ey. Oh, das kann ich wahr. Wenn die wieder da ist, ne, kommst du nicht an deine Kisten ran. Ja, ich muss mal meine ganzen Sachen erstmal wegsortieren hier. Ja. Ja. Machst du das mit der Maus? Ich siehst du das rüber? Gesammelt hab. Ja. Weil ich ja nicht alle. Achso, ich brauche hier noch ein Dings-Kit hier. Das da. Wegen meiner Schaufel. Warte mal. Ich krieg halt Schmerzen, das kann nicht wahr sein, ey. Warum? Wo hatten wir denn jetzt Eisen drin? Mathematik. Und Lehmboden waren 60, also brauche ich 180. So. Und dann machen wir Schmiede 3. Schmiede 3. Schmiede 3. 3. 3 Bruder. 3. Stabil. 3 stabil. Stabil? Stabil. Stabil. Labil? Labil. Okay, dieses blöde, diese blöde Spritze brauche ich nicht. Karl. Ein Punkt. Das darf man nicht. Das tötet Menschen. Wir könnten hier tatsächlich Kisten hinsetzen. Die Wand soweit pflastern und hier. Aber wir brauchen ja auch noch Chemietische. Mindestens 2. Die haben, glaube ich, Stellplatz 3. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3. 1, 2. Oh, genau, bis in der Ecke. Ach ja, hier kommt ja noch eine Reihe Kisten. Oh, du passt das aber. Das gleiche hier mit der Werkbank. Da müssen wir hier einen Abstand halten. Wir haben 3 Schmieden. Das ist jetzt aber nicht so, wie ich mir das erhofft habe, Jasmin. Oder das Fenster wieder wegmachen. Können wir ja im Nachgang noch tun. So. Ich kann ja immer nur eine Schmiede nehmen. Jetzt bin ich schon wieder nicht zu diesem Boot da, das Haus, Wasserhaus da. Ich finde, das sieht schon besser aus, wenn die hochgestellt sind, die Schmieden. Und die nächste würde sogar, aber das würde weit in den Raum reinragen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das will.
Hält das? Oh, wo bist du denn hin? Wer? Was hast du hier gebaut? Wann hast du das gemacht? Was denn? Oh, hi. Hast du das hier gebaut? Das habe ich mal eben so nebenbei gemacht, Jasmin. Aber das hält, ne? Ja, aber die Blöcke leuchten alle lila. Nein, das hält. Hast du unten Stützen? Ja. Nicht, dass du es doch zusammenkratzt. Sieht voll gut aus, wenn du da jetzt durchgehst. Ja, ne? Aber ich will hier noch eine Tür reinsetzen, vorsichtshalber. Eine Tür? Ja, aber keine, ich... Warte mal. Ich mal einen ganzen Sätzen. Ja, Jasmin, ich brauche einen Moment. Oh, eine Rolltür wäre cool, oder? Also, die ist zu groß, 3x3. Eisentür. Rolltür? Sortür. Aber ich finde das gut, dass man hier auch mal rausgucken kann. Eine Tresortür? Gesicherte Holztür, Eisentür. Tresor? Mhm. 4, 2. Oh, Stahl. Wir brauchen wieder Carsten. Wo ist Carsten, wenn man ihn braucht? Carsten Stahl. Carsten Stahl. Ich finde, wenn man überlegt, wie breit der mal war, ne? Der war ja mal richtig durchtrainiert, ne? Da passt der Nachname, kommt dann richtig geil irgendwie zu der Statur. Den hörst du auch zurzeit viel wieder. Ja, der ist ja auch sehr aktiv, ne? In vielen Bereichen. Aber richtig, ey. Also der ist ja sehr sozial. Der ist überall. Ja, der ist ja sozial sehr engagiert, was Gerechtigkeit und Fairness angeht. Ja. Ja, der ist schon immer, ne? Ja, weil er früher auch gemobbt wurde, ne? Und dann hat er irgendwann gesagt, er setzt sich jetzt für die Leute ein, die gemobbt werden, weil er das nicht in Ordnung findet. Finde ich auch gut so. Mhm. Weil er dick war. Echt? War der? Ja, erwähnen. Gut, aber das kann ich mir bei ihm auch vorstellen, dass der ein dicker Junge war, wegen seinem Körperbau. Den haben sie, glaube ich, bespuckt und sowas alles. Ja, ich habe die Geschichten, habe ich gehört, was die gemacht haben. Aber dass der dick war, kann ich mir auch vorstellen, weil... Ich glaube, weil er kleiner, dicker Junge war. Also ich könnte es mir vorstellen, weil in der Regel Leute, die ins Fitnessstudio gehen, die ein richtiges Kreuz haben, ne, wie so ein Bodybuilder, das waren früher, oder die machen ja viel Massephase. Und wenn du als schmaler Lauch, so wie ich jetzt zum Beispiel, da trainieren würdest, ich würde nie so ein Kreuz kriegen wie Carsten Stahl. Da muss ich mal ehrlich mit mir selbst sein. Ich werde dreimal so breit. Ja, aber finde ich gut, was der macht. Ja. Wäre auch voll mein Job, ey. Carsten Stahl zu sein? Ich glaube, da bist du nicht breit genug für. Ich wäre auch so wie der. Ich würde auch so schreien gleich. Ich kann da auch nicht ruhig bleiben. Bis der Bart wackelt, Jasmin. Bis der Bart wackelt. Mhm. Nicht nur der Bart, ey. Also ich würde da auch alles zusammen brüllen, ey. Wenn ich mich erstmal in Rage gequatscht habe. Ja, wieso geht denn das nicht weiter? Das geht nicht weiter. Sacre bleu! Unser Schwarzpulver war ja noch gar nicht fertig. Unser Schisspulver. Ja, bitte? Nächstes Mal Tag wird. Und mal gucken, ob wir uns dick anziehen. Und dann können wir ja mit dem Fahrrad mal in die Eisdings fahren da. Eisdiele? Oh, der hätte ich auch Bock drauf. So einen schönen After-Eight-Becher. Oh, geil. Aktuell ist der After Eight Becher günstig, weil sie bei dem Preis noch nicht erhoben haben. Ich finde den Schokobecher ziemlich teuer. Alles teurer geworden, ey. Nee, der After Eight Becher nicht. Da haben sie irgendwie den Preis. Meinst du, die haben den Preis vergessen, da zu erhöhen? Merkt auch nicht. Oh, wir sollten da noch öfter Eis essen gehen, bevor die das raffen. Wahrscheinlich schmeckt die Plörre nicht. Habe ich dir das mal mit dem Dönerladen erzählt, der eine Bahnhofstraße aufgemacht hat? Damals das ist aber schon 15 Jahre her. Müslim hat ja einen Kinderdöner schon immer gehabt, ne? Darfst du den Namen überhaupt sagen? Müslim? Ist doch nur ein Name. Die ganzen Namen? Na, Müslim ist nur ein Name. Nö, ich sag ja keinen Nachnamen oder so. Aber Müslim hat ja einen Kinderdöner damals gehabt. Und der hat 1,80 Euro damals gekostet. Und dann hat der eine Bahnhofstraße aufgemacht und ich hatte nur 2 Euro. Und dann bin ich reingegangen und wollte den mal probieren. Und dann habe ich gesagt,
Ja, ich hätte gern Kinderdöner. Da guckt er mich voll verdutzt an, sagt er. Kinderdöner, was ist das denn? Ich sag ja, ein Kinderdöner ist wie ein Döner. Nur, ich sag, in der Innenstadt kostet der 1,80. Und dann wollte ich noch erwähnen, dass der kleiner ist. Da fing der schon an, das große Planenbrot rauszuholen. Und dann habe ich mir. Dann gab es da erstmal, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so Kinderdöner. Das war dann normal großer Döner, auch normal belegt für 2 Euro. Und dann hat er die Preise, den Döner angepasst. Dann war der Döner irgendwann kleiner. Aber es war toll, so als Schüler, wenn du eh kein Geld hast, so ein 2-Euro-Döner, fand ich geil. Wie so Schülerrabatt ja, irgendwie. Ja, das kannst du dir heute auch nicht mehr leisten, ey. Erzähl den Leuten mal heute, dass ein Döner mal 3 Euro gekostet hat. Oder teilweise sogar 2,50. Ja. Und die waren so dick belegt, dass du die mit einer Gabel vorpieksen musstest, weil du hast das nicht im Mund gekriegt. Das waren... Echt traurig, ey. So eine Klopper, für jeden, der das nicht kennt. Das waren richtige, was heute ein Megadöner ist, das war damals ein Kinderdöner. So ungefähr, übertreiben. Na komm, der Megadöner mittlerweile, der ist ja auch wie ein belegtes Sandwich. Na, satt wirst du davon auf jeden Fall nicht mehr. Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Doch. Für dich ist das sogar zu viel Fleisch, Jasmin. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt oben die 3 Schmieden hingepflastert. Ich könnte jetzt noch Werkbänke bauen und Werkzeug dafür. Weil wir haben ja jetzt bald Nacht und ich wollte Autos abbauen, weil ich Motoren brauche. Aber ich möchte nicht wieder nachts. Fahr mal wieder nachts. Nee. Das rückwirkend gesehen war das vielleicht nicht meine beste Idee. Ich will die Werkstatt aber nach oben bringen. Ringen. 20, 25. Oh Gott. Oh, das ist so teuer wieder. Kann ich die eigentlich wieder mitnehmen, die Werkbank? Ich muss mal was essen. Oh, du kannst die. Oh nein, du kannst Werkbank und Dings hier. Chemikalienfabrik, Chemiestation. Kannst du nicht mitnehmen wieder. Wo willst du die denn hinnehmen? Nach oben in die Werkstatt. Eigentlich. Und hier unten in Küche. Ich muss erstmal was futtern. Ja gut, die Chemiestation könnte ja in der Küche bleiben, ne? Das sieht ja so ein bisschen küchenmäßig aus. Nur hier gefuttert, sag mal. Hier zum Drogenlabor. Mitten in der Küche so ein... Ach, du hast nicht alle am Sender, Jasmin. Du hast keinen Humor. Jetzt ist es raus. Ich musste es sagen. Gut, also wir brauchen Werkzeug, Jasmin. Ja, haben wir noch, was war das für die Werkbank? Das und das. Haben wir da nicht noch was Schlechtes hier in der Kiste? So ein Stufe 1 Ding. Wir haben hier noch Stufe 4. Sieht tatsächlich schlecht aus. Hier habe ich noch so ein... Da muss ich nur noch einen Clownhammer machen. Aber will ich das denn jetzt machen? Ach, ich kann gar keinen Clownhammer. Ach komm, hör doch auf, ey. Das ist doch Schiebung. Wo ist denn jetzt der... Ups. Bist du einer am Sender? Ich hab mich total erschrocken. Was schießt du denn hier rum? Du schießwütige Texanerin. Du lebst ja wie in Amerika. Jo. Okay. Zusammenfassung. Die Tresortür kann ich nicht machen. Mir fehlt Carsten. Ich kann keinen Clownhammer machen, weil ich doof bin. Ja. Ich kann auch keine Punkte investieren. Nee? Ich bin kein Punktetyp. Keine Punkte für mich, Jasmin. Ich könnte halt hier nochmal ein bisschen
bauen und aufwerten. Dadurch auch ein bisschen XP farmen. I guess. Ich könnte ein paar Kisten machen. Weißt du was, das mache ich mal für oben schon mal. Beschreibbare Aufbewahrungskiste. 7. Cool. Komm, keine Zombies, schade. Die könnten wir doch. Das würde, glaube ich, sich gut machen. Voll cool mit den Sonnenstrahlen, die hier durchschimmern. Ja. Ich finde, das haben die auch mit den Lichteffekten richtig geil gemacht in dem Spiel. Auch ja, wenn du rausguckst, ne? Cool. Wenn du rausguckst, das sieht richtig schön aus, dieser Sonnenuntergang. Ja. Total idyllisch. Auch mit den paar Bäumchen, die du da am Leben gelassen hast. Ja. Schön, dass dir die Natur dann doch noch wichtig wurde. Ich weiß zwar noch nicht genau, was wir wie einsortieren in die Kisten, aber wir haben sie denn schon mal. Nein, ich hoffe nicht, kracht das hier nicht zusammen, ey. Jasmin, das hab ich gebaut. Ja. Richtig. Ihr fällt dir was auf? Ne? Loch auf Loch und hält doch, ne? Weißt du noch? Nee. Silikon macht das schon. Ja? Und wo der Maler nicht hinkommt, da spritzt er hin. Ne? Immer wenn ich aus dem Fenster gucken will, habe ich eine Kiste in der Hand. Guck doch nicht aus dem Fenster. Das sieht halt mega geil aus. Wo bin ich denn hier? Ich weiß nicht, das ist von den Spielen her, so Open World Survival und sowas, finde ich, ist das mit eins der schönsten Spiele, wenn man bedenkt, wie dass das noch in der Alpha ist vor allem. Seit 10 Jahren. Achso, ich habe ja gar keine Kisten mehr. Ich bin durstig. Oh, der Gärtner pflanzt wieder ein paar Bäume. Schön. Ja. Renaturieren wir den Wald. Jasmin. Oh, man könnte jetzt gleich nochmal auf dem Dach gucken, ob vielleicht das Gemüse schon fertig ist. Ja, 22 Uhr. Ja, ich würde gerne Motoren holen, aber das geht nicht. Gönn dir. Nö. Ich will das nicht schon wieder. Ich denke mal, ich werde dann draußen noch ein bisschen bauen. Erstmal. Aber vorher mache ich die Ernte. Alter Bauer. So. Wie lange könntest du brauchen? Wann habe ich dich denn gepflanzt? War dir nicht ein Schwung? Ich kann ja schon mal die Potatoes wieder einpflanzen. Fünf, sechs und sieben, drei fehlen. Rezepte. Etwas. Irgendwas ist hier. Ich weiß nur nicht was. Oh, schön. Ach, Hund! Du hast einen Welpen. Wann hast du dir denn einen Welpen zugelegt, Jasmin? Hat der Welpe vor Freude, dich zu sehen, so gejault, Jasmin? Ja, der jault gleich nochmal. Warte mal ab. Mit was spielst du denn mit dem Hund? Fang die Kugeln. Oh, schön. Hol den Ball. Nicht.
Soll der apportieren lernen? Oh, wie, ja. Wie süß er sich freut, dich zu sehen. Sag mal. Kannst du nicht schießen, Lucky Luke? Ich treffe ihn die ganze Zeit. Ja, ja. Der kann voll was ab, ey. Mm. Lucky Luke vor allem. Selbst tot? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Jetzt gibt's ein Pfeil, Alter. Oh. Was machst du denn da mit dem Arm, Vivi? Nee, ich muss schießen. Lass es, ich möchte ihn kaputt machen. Kaputt machen? Jasmin, das ist immer noch ein Lebewesen. Jetzt aber. Ja, ich wollte gerade den Generator anmachen. So. Nein, Fleisch. Ich habe ja auch noch das hier, ne? Es sieht für mich aus wie ein Flammenwerfer, aber ich kann es nicht genau zuordnen. Jetzt habe ich mich verlaufen. Oh, Jasmin, wir haben zu groß gebaut. Du. So, Zutaten, Speisen. Aber wir brauchen ja mehr als... wie war das hier? So und so. Ja, ich brauche... Oh Gott, ich brauche ja Pilze auch noch. Jetzt bin ich fett. Wir brauchen eine ordentliche... Oh, das gab 35 Fleisch. Ja, jetzt schmeiß die da rein. Du hast auch die Pfeiltaste, ne, über dein Inventar. Ich brauche Fett. Habe ich reingepackt. Ja, ordentliche Schmiere Fett brauche ich. Ach, wir haben keine... Ich möchte das aber so machen, wie ich das jetzt machen möchte. Wir haben gar nicht so viele Pilze, wie ich dachte. Mhm. Bin ich doof? Ja. Ja, dann machen wir das so. Oh, jetzt blockiert die das Feuer, oder? Nee, ach, ich dachte schon. Kann ich leider nur 7 machen. Dauert 5. Ja, doch, reicht. Ah, na gut, na gut, na gut. Dann muss ich die Zutaten wieder zurückpacken, Jasmin. Machst du eigentlich noch mal Patronen neue? Oder kannst du... Kommt drauf an. Auch. Ob ich die Zutaten habe, die ich benötige. Munition. Mhm. 7,62er oder 9mm Munition? Was hab ich denn? Warte mal. 9mm. Also eher Pistole als Maschinengewehr. Ja, aber ich hab jetzt Pistole gerade. Ja, sind eh nur 39. Ja. Mehr kann ich nicht machen. Mhm. Was brauchen wir denn dafür? Patronenhülsen und Geschossspitzen. Aber können wir die Hülsen nicht aus diesen Pokalen machen? Aus diesen Goldpokalen? Genau, wir können das Messing einschmelzen und dann können wir mit Hilfe. Da haben wir doch voll viel. Ja. Geschossspitze. Dann machen wir mal so und dann machen wir noch mal Patronenhülsen. So. Und wir brauchen Schisspulver. Haben wir das nicht noch? Hatten wir doch voll viel. Schisspulver oder? Können wir hier machen. Wie waren da? Ach hier, Stapel Schisspulver. Schießpulver. Kohle und Nitratpulver brauchen wir dafür. Dann können wir Schießpulver machen. Kohle und Nitrat. Ich habe Nitrat gerade gesammelt. Du bist doch ein Schatz. Bist du doch einfach nur. Und Kohle hatte ich ja auch erst. Ja. Holz. 10 Minuten. Und ein bisschen, ne? So. Alles klärchen.
Alles cool. Ich kann noch mal die Munition raussetzen. So, und dann müssten wir uns überlegen, wie wir das draußen bauen, dass wir diesen komischen Flammenwerfer da noch mit hinsetzen. Oh, die Western Style Chips sind so geil, ey. Danke, hab ich gemacht. Mhm. Also so gesehen. Ja, na schön, ja. Wird doch. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten. Oh. Aber wir haben die Werkstatt schon mal fertiggestellt. Einen Durchgang gemacht. Schon mal ein paar Lagerkisten. Oh, ich muss nur aufschließen, warte mal. So. Wir haben geerntet, wir haben ein bisschen Essen gemacht, wir machen Munition. Munition, so was wollte ich denn jetzt machen? Munition, guten Eindruck und auf Wiedersehen sagen. Ach so, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, sing mal ein Lied. Erfind mal ein Lied, so ein Abschiedslied. Dann schaltet hier gar keiner mehr ein. Wie in so einer Kindersendung. Oh, jetzt hör dich abgehackt. Singst, wie heißt denn dieses, ach egal. So, war auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaltet wieder ein. Nächstes Mal bauen wir draußen etwas weiter. Also kommen jetzt erstmal ein bisschen Baufolgen, aber auch, ja, nächste Folge wird gebaut. So, schaltet morgen wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao.